Hallo Leute, ich werde euch heute zeigen, wie man am schnellsten sehr viel Geld macht im ersten Video und was ihr dann mit diesem Geld kaufen solltet, zeige ich euch dann im zweiten Video. Das Ganze machen wir normal, weil unten ihr seht, da gibt es nachher dann die Möglichkeit bei so einem Wettbewerb teilzunehmen, der ist auch auf normal. Wir lassen diese Goldnuggets an, weil die bringen einfach mehr als das, was wir auswaschen. Und anders, wenn ihr das nicht anlasst, dann braucht ihr sehr viel länger und es ist dann um sehr viel schwerer, das Ganze zu machen. So, das Tutorial brauchen wir in dem Fall nicht, weil ich weiß, wie es geht und ich werde euch jetzt alles mehr oder weniger zeigen. Das Wichtigste ist, wenn wir reinkommen, dass wir immer die Zeit verkürzen. Das Spiel läuft nämlich in zwölffacher Geschwindigkeit. Also das heißt, wenn du arbeiten tust, du tust in einfacher Geschwindigkeit arbeiten, aber das Spiel rennt in zwölffacher Geschwindigkeit. Also das heißt, der Spritverbrauch, alles ist sehr viel höher und du musst mehr zahlen und die Zeit vergeht schneller und du kommst dann auf keinen Fall in der Zeit rein, du kannst in dieser Zeit nicht so viel Geld verdienen, wie ich dir jetzt zeige. Es ist einfach unmöglich. So, das erste, wir steigen ins Auto ein. Ich nehme immer in jedem Fahrzeug, ich durchspiele mit Tastatur und Maus, die Nummer 3. Was man bei der PlayStation oder so drückt, weiß ich nicht, aber ich tue mir einfach so recht. Man hat dann rechts das Ganze, was man braucht, also wie viel Sprit ist im Auto, rechts unten und Gang und alles, und oben hat man dann die Ding. Als erstes, wie gesagt, tun wir die Zeit verlangsamen. Ich mache das mit Escape, dann gehe ich Einstellungen, Spiel, und da haben wir dann die Zeitskala. Bei mir ist auf 1 eingestellt, bei euch ist es, wenn ihr es ganz neu spielt, auf 12. Bitte das auf 1 und dann unten, sehr wichtig, immer anwenden. Wenn ihr nicht auf anwenden geht, funktioniert das nicht. Und dann zurück. So, und weil wir eigentlich ziemlich schnell Geld machen werden, das heißt, wir werden ungefähr bis 10 Uhr so 24 Unzen machen, also sagen wir mehr als 20 Unzen, gut, vielleicht machen wir 24, also, aber 24 ist eine realistische Zeit, auch wenn ihr es jetzt noch nicht glaubt. So, das ist der erste Tag, schaut auf die Uhr, es ist 8 Uhr und um 10 Uhr werden wir wahrscheinlich auswaschen fahren. So. Zum Starten fürs Auto braucht man X und für Space drückt man die Handbremse lösen und auf keinen Fall da rechts fahren, sondern immer links in diesen kleinen bescheidenen Weg und dann wird geladen und ja, so geht es halt dahin. Es ist ziemlich hoch zum Laden. Und das Auto, es ist egal, wenn ihr anfährt, es ist einfach sehr mühselig mit dem Auto zu fahren, also wundert euch nicht, es ist nicht, also wer Formel 1 gefahren ist und solche Spiele, das Auto ist unberechenbar und ja, im Schnitt kann man so 30 bis 40 fahren und ja, und das ist auch schon mühselig. 40 ist schon mühselig, also das Auto ist mehr für Schritt-Tempo, glaube ich, gemacht und ja, es ist halt bescheiden zu fahren. Das Autofahren ist eine der Sachen, was mir bei diesem Spiel nicht so gefällt. Jedes Mal, wenn wir fahren, noch einmal laden, speichern. Also. Das ist jetzt rechts die Tankstelle. Die Ball steht Gas. Jetzt fahren wir als erstes auf die Bank. Die Bank ist ganz einfach. Links zwei Autos, rechts zwei Autos. Nach den zwei rechten Autos da auf der Seite, dieses eine Auto, was da so schräg steht, zählt nicht. Nach diesen zwei Autos, also dieses rote Backsteinhaus oder was das auch immer sein soll, ja, es ist ein Backsteinhaus, ist die Bank. Da bleiben wir kurz stehen. Wir schalten nicht einmal den Motor aus, es zahlt sich nicht aus. Gehen da einfach rein und nehmen sich einen Kredit. Und keine Angst, dieser Kredit ist
ist. Wir schauen, dass wir alles nehmen, was wir bekommen. Wir bekommen 1200. Nehmen den Kredit. 3 reicht. 3 Raten, weil wir werden auch keine 3 Raten brauchen, dass wir den Kredit abzahlen. Also nehmen wir sich den Kredit aufnehmen. Ja, und wir haben 1650 Parzellen. Das ist auch sehr wichtig. Bitte vergesst nicht die Parzelle pachten. Es kostet kein Geld, aber es ist nicht automatisch. Man muss zuerst diese Parzelle pachten. Also man begeht einen Vertrag mit diesem Pächter ein, dass man ihm das Geld gibt, und deswegen muss man das unterschreiben und es geht nicht automatisch. Okay, ich habe jetzt probiert zu kaufen. Es geht nicht. Durchs gleichzeitige Sprechen hat mein Körper was anderes getan als mein Hirn. Ja, aber ich bin nicht so multitaskingfähig. So, als nächstes fahren wir natürlich zum Ding. Wir brauchen nicht einmal. Wir werden einen Kanister nehmen. Wir nehmen nur das Notwendigste mit, weil, wie gesagt, wir verkaufen ziemlich schnell Gold. Das heißt, erster Tag, 10 Uhr, werden wir wahrscheinlich schon Gold verkaufen. Da drücke ich schon X, weil es ein bisschen länger dauert, also wir drehen den Motor ab, aber sonst nicht. So, wir gehen da rein, wir kaufen keine Kübel, sondern wir fangen so an, damit ihr auch versteht, was man dazu braucht. Als erstes brauchen wir die Schürfen. Diesen nehmen wir 4 Stück. Ja, ist nicht notwendig, auch wenn dort ein Griff drauf ist und man kann es zubehängen, das kommt erst alles später. Jetzt braucht ihr genau 4. Bitte, ihr müsst den Geld zurückbehalten zum Einschmelzen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Also von diesen 2 Waschrinnen nehmen wir gleich diese mit Pumpen. Wir fangen gleich an zu pumpen. Und das ist wichtig, weil mit dieser, du musst mit dem Kübel reinschütten ein Wasser und also es ist. Ihr werdet schon drauf kommen, das Spiel ist manchmal, kann sehr schleppend sein. Und diese 2 Rinnen brauchen wir auch, die Rockbahn-Waschrinne und die Erweiterung. So, jetzt haben wir die Waschrinne komplett fertig. Das ist 1, 2, diese also die Trichter und die 4 Waschmatten. Jetzt brauchen wir eine Pumpe. Ich habe schon diese 2 Pumpen probiert. Diese Pumpe, diese elektrische Pumpe bringt nicht wirklich viel mehr. Also nehmen wir die Wasserpumpe. Sie reicht für unsere Zwecke. Und auch in weiterer Hinsicht werde ich nur diese kleine Wasserpumpe nehmen und ich werde die elektrische nicht mehr kaufen, weil die elektrische schafft halt mehr als wie diese und folgedessen ist sie eigentlich uninteressant. So, jetzt haben wir diese Pumpe. Für diese Pumpe brauchen wir vom Wasser einen Schlauch und dass wir diesen Schlauch ins Wasser legen können, dass sie ansaugt, brauchen wir einen Wasserpumpenfilter. Ohne diesen Filter könnt ihr kein Wasser saugen. Wenn ihr ihn vergesst, ihr müsst wieder zurückfahren. Es ist wirklich, es ist sehr mühselig, es ist hin und her, und es kostet euch auch Zeit und Geld. Also kauft das gleich. Und vergewissert euch, ich mache ein Foto, schaut dann auf der Liste, ob wir alles haben. Also, ihr könnt ja hinten nach ein Foto machen, was ich gekauft habe, und euch anschauen, ob das so passt. So. Und einen Kanister. Kübel kaufe ich keine, diese 2 reichen für den Anfang. Wir brauchen diese 2 Kübel. Und diese 2 Kübel sind im Zelt. Wie gesagt, man kann alles kaufen, das ist schon klar, aber wir kaufen jetzt nur das Notwendigste. Wir haben jetzt Kosten von 87. Wir haben die Hockbahn-Schürfmatten 4 Stück. Dazu gehört der Schüttkasten, die Waschrinne, die Erweiterung. Dann haben wir die Wasserpumpe, da gehören 2 Wasserschläuche, der Wasserfilter gehört dazu und einen Kanister zum Tanken. Normalerweise braucht ihr auch nicht tanken gehen. Es würde sich ausgehen mit dem, was ihr habt. Ich beweise euch das, wir gehen nicht tanken, wie ich will lassen. Das kann ich nehmen später.
gehen jetzt nur einmal das Notwendigste machen und schauen, dass so schnell als möglich Geld reinkommt und wie gesagt, und beim Einräumen, gell? Aufpassen, dass ihr nichts liegen lasst. Ich habe schon Sachen vergessen, so wie den Wasserpumpenfilter, ich habe da zurückgeworfen müssen. Es ist nicht das erste Mal, dass ich da anfange, es ist jetzt glaube ich schon das 10. Mal. Und zwar aus dem Grund, weil ich mir denke, die Videos, was davon gibt, sind leider nicht so wirklich spezifisch angeordnet, dass man sieht, wie mache ich schnell Geld, dass ich zu dem Lager komme. Und wie gesagt, eigentlich, wenn ihr nachher dann schürft, werdet ihr sehen, wir machen das meiste Geld nicht mit dem, was in die Ding kommt, die Waschmine, sondern mit den Nuggets. Sonst, wenn ihr nur die Nuggets ausgeschaltet habt, glaubt mir, ihr müsst da mindestens 5 Tage schürfen, dass ihr dasselbe Ergebnis habt und ja, dann ist das Spiel und sie haben das so gemacht, eben, dass man ein bisschen weiter. Man muss dankbar sein, dass sie das so mit den Nuggets gemacht haben. Und ihr tut euch nur unnötig schwer. Es bringt nicht wirklich etwas, wenn man jetzt den ganzen Bachgrund aushebt und was weiß ich. Weil ich habe schon alles ausgehoben, ich habe den Nugget abgedreht gehabt, da habe ich es schwerer probiert und ja. Es dauert eine Ewigkeit, bis ihr zum Bagger kommt. Und wie gesagt, es macht mehr Spaß, um mit dem Bagger zu fahren, als die mit den ganz anderen Sachen. Nein, das wollte ich nicht so machen. Auch schön. Es ist manchmal, ach Gott, manchmal ist es, ihr seht, ziemlich mühselig irgendwas zu nehmen. Ihr werdet es selber auch sehen. Also, und wenn ihr mit dem Auto anfangt, bitte macht euch keinen Kopf. Es passiert im Wesen, glaube ich, weil das Auto einfach bescheiden zu machen. Ihr seht, 8:07 Uhr, wir haben alles eingekauft. Wir könnten, ich tue auch den Kanister reinladen, aber bin ich da eingeladen oder nicht? Bin mir jetzt nicht sicher, aber brauchen tun wir nicht. Sage ich das jetzt. Wir haben jetzt noch 893 Dollar und wir gehen an. Und mein Blick wird ganz raus, das geht jetzt viel schneller als man die Kategorie macht. Ich hoffe, dass auch Anfänger dann Leute die Freude haben. Man hat auch mal eine Freude, was zu wissen, dass man dann im Sinn wollen wird. Aber ich selber so alles. Oh, ich habe vergessen, ich die Liste, aber ihr könnt abbrechen. Ich tue die Liste euch anzeigen. Diese Geschichte suche ich nicht. Beim Vollspiel zeige ich euch nachher dann mal die Volleinspitze. Zwei Geschichten, aber wie gesagt, ich wollte nicht die Geschichte über das Spiel bekommen. Ich stehe nicht, dass ich nicht mehr bekomme. Ich habe die schnellste Art und Weise bekommen. Ihr habt gesehen, ich habe nie. Lasst euch überraschen. Ich habe nämlich vorher wollen schon ein Video drehen und da habe ich vergessen, die Partien sind sicher nicht, also die Kanister oder was immer da einzubauen. Und die Drohne war es, die war ich noch da. Not noch least, war dann auf den Speicherplatz belegt und ich habe das ganze Video schon
speichern können. Und deswegen habe ich jetzt noch einmal angefangen zu messen. Aber ihr könnt auch natürlich einen Kanister kaufen und dann was das Spiel noch nicht gespielt hat, würde ich es auch sehr empfehlen, weil hier braucht man ja nicht. Dann ist das mühselig, dass euch das ausgeht und dann müsst ihr noch einmal hinfahren. Aber bei mir wird das hier nicht gehen und deswegen würde ich euch mal wieder zeigen. Am meisten sieht man ja auch kaufen und was kaufen. Ein paar von diesen Kümmel-Nuggets und dann bald diese aussteigen und wir gehen an. Nehmt einfach irgendeinen Teil. Das ist ein bisschen mühselig, wenn man was nicht sieht. Aber dieses Geld ausgebraucht geht einfach. Ich spiele mit der Maus, das heißt ich tue alles, was ich angreife mit E. Also ich drücke E. In dem Moment, wenn das angezeigt ist, dass es verpassen würde, dann kann ich auch nicht. So. Den. So, ihr habt gesehen, ich habe keinen Kübel gekauft, was vermutlich ist, vielleicht für Leute, die wahrscheinlich nicht mehr haben. Das hat den Grund, bei 2 Kübeln und 10 Kübeln eigentlich nur noch zwischen. Es ist so, 3 Schaufeln ist ein Kübel. Und ja, das ist genommen, aber ich brauche das nicht. Es ist 8:12 Uhr. Jetzt entsteht diese Karte umher, und zwar immer so, dass ich es beim Reisen stelle, dass ich drauf drücken kann und später damit das Kühlschrank kommt. Und dann, so knapp ein bisschen steht, sehr gut. Und dann kann ich von hier in der Grube aus drücken, wenn sie weiter hinten steht. Könnt ihr es nicht drücken und ihr müsst jedes Mal rauslaufen. Diese rauslaufen bergauf funktioniert irgendwie ganz, ganz doof. Also, es ist nicht gut, wenn ich es wert habe. Ich mache es so nicht. Weil, ich könnte es da probieren. Ich habe den Wasserkomplett da drauf. So, jetzt brauchen wir noch einen Schmauch. Und zwar den Wasserschmauch. Das war's auch schon. Wir haben den Wasserschmauch. Das hat sogar nicht richtig gemacht. Ja, das ist auch immer. Jetzt zeige ich euch, warum ich keine Kübel gekauft habe. Ich habe auch vorher keine zu kaufen. Ich tue jetzt alles herrichten. Diese braucht man nur am Anfang. Wir nehmen das raus. Wir werden wahrscheinlich das 2 oder 3 Mal gleich mal enttäuschen. Oder einfach mal sehen, wie wir
gesagt, ich mache dann Videos weiter, wenn ihr wollt, könnt ihr schauen. Also, wenn ich das sage, ich würde euch auch empfehlen. Ja, ich tue jetzt, wenn ich gerade auch irgendwann Tipps abgeben, ihr könnt es euch anschauen, ihr müsst euch nicht anschauen, weil das, was ich euch sage, kommt das Beste eh wieder im nächsten Video. Also, jetzt will ich euch noch Tipps geben. Seht, das ist das Hotel, die benutzen, da kann ich was sagen. Und was wichtig ist, was der Plus ein wird das Wasser verdienen. Was eigentlich ja erhalten ist, aber ein Spiel ist nicht zu erhalten. Wir sind so. Wir holen jetzt nur den zweiten und den schwarzen. Jetzt hier graben. Das ist immer dasselbe Video, nein? Dann kommt das Unglaubliche. Hier wird auch eingegraben. Ich habe gesagt, neben diese Teigwerkerplatte, die Gold gemacht ist, das rechts ist Wasser. Das bei der Pumpe, das ist wirklich Benzin ist drin, ja 20%, das ist natürlich viel, aber für uns ist sehr viel. Ich wollte jetzt schon mal das wirklich. Und da haben wir das erste Mal ein Ding, das nichts weg wird, wir behalten das. Ich glaube, diese Stückzahl, ich habe ungefähr 5 Gramm, 4 mal auswaschen, 20 Gramm ist hier, das ist eine Gramm. Und, ja, das ist die Wahrheit. Das heißt, wir haben jetzt einen halben Stück Wasser. Das ist das Material, was wir haben, was wir da haben. Immer 10 Minuten. Bei den Kübeln sind es 3 schon. Alles. Ein Kübel zum Halten ist so. Ich glaube, der ist nicht Holz. Jetzt habe ich den ganzen Kübel alles ausgeschossen. Wir werden uns jetzt auch sagen, dass wir uns nicht mehr verlieren. Dann sind wir auch nicht mehr. Ihr seht, was ich jetzt gerade sehe, ist, das sieht man zu schwer zum Haben. Normales gibt man immer zuerst rein. Und jetzt ist der hier. Tut mir echt leid, aber wir werden die 7 Minuten schaffen. Wie gesagt, das, was ich jetzt da nicht gewaschen habe, ist die Inhalte. Ich höre euch. Und
wir werden auch nicht sehr viel davon haben. Ziel ist schnell Lager und Waschanlage. Danach mache ich einfach nur weiter und selber Karten und so. Ich weiß, wie wieder man kriegt das nicht runter. Ich sage es gleich, man kriegt es nicht. Geht mir zu einem Kredit. Gibt es dafür ein Eingang. Jetzt zeige ich euch gleich, wie man eine Kugel anfühlt. Eine Kugel. Drei. Ich habe nicht einmal die Geschichte, die ich
Wenn ihr einkauft, ihr habt euch das angeschaut und ihr seht die Einkaufsliste bei der Kasse bestimmt zu Thank you.
dabei habe ich meine Hände. Veteranen, die es auch die dafür hier gearbeitet haben. Es wird alles verschwindet. Wie gesagt, die ist verschwindet. Ich habe auch probiert zu nachschauen, was man gewinnen kann. Ihr seht, ihr habt die Kraft. Und das wird hier den Ja, und das macht Freude. Das heißt, das ist die Rampe. Das Ganze um 8 Uhr. Wie gesagt, ich stehe nicht mehr so in die Hinter, wenn ich gerade hier
die äußere Erzung. Die Martin ist nur angezeigt, hat, dass sie diese Information aber ich wollte mehr Geld ausgeben, die Mobilität, weil ich mehr Einschulung zu haben. Thank you.
lange gebraucht hätte, aber jetzt. Eine Bagger kostet einfach ein bisschen mehr, nicht wirklich. Moment haben wir 3 von 8. Hätte ich genügend Speicherplatz gehabt, hätte ich auch den Zug genutzt. Also zweimal. Erstmal müssen wir weiter warten, bis der Goldschmied das Wasser ist dasselbe wie vor bei dem großen Pass. Du kannst es reingeben und dabei das Waschen an die Stunde zeigen. Du brauchst nicht warten. Ich habe jetzt die Waschen. Und ich sehe gerade,
die Sicht wird immer schlimmer. Mit L könnte die Lampe am Helm auftreten. Das muss nicht auch gedankt werden, oder was? Also die Taschenlampe am Helm, genau, kann interessant sein, vielleicht. So, jetzt haben wir diese zwei. Ich habe gesagt, die schwarze. Und jetzt beginnt das Mühselige. Ihr seht, wir haben 413 Gramm. Ich schwöre euch, wir müssen keine 400 Gramm. Nicht jetzt, du. Es ist manchmal, bin ich ein bisschen zu schnell beim Gehen. Und da passiert mir das, was ich gerade gemacht habe. Macht euch ein bisschen mehr Spaß. Für mich ist auch, das Video dauert ja sehr lange, weil ich gerade warte. Und ich will eigentlich nicht mehr Spaß, was ich nicht deswegen das Ganze. Und ich mache meistens im Wasser drin, wenn es geht. Und ihr seht, da sind 5 Körner drin. Und er wird für mich, wenn das einmal sauber ist, hier bekommt es mehr. Und wie gesagt, linke Maus ist da der F. 2 Gramm hat das gemacht. Das hat nicht einmal 1 Gramm gemacht. Also, das haben wir 3 Gramm. Jetzt, ihr habt gesehen, es fehlt nicht runter, was ihr einmal drin habt, beim Ding. Und was einmal da hingekriegt hat. Draußen bleibt es auch nicht mehr. Es ist halb so schlimm, wenn ich mich dazu verstehe. Wer das kleine nicht wert ist, das große nicht wert ist, ist halt gut. Ich kann schon sagen, ich bin nicht gedacht, wenn ich beim nächsten Mal wasche, was wir jetzt machen, wenn ich das nicht kann. Und wir werden im nächsten Video hoffentlich einsammeln. Manches. Egal wie der Kugel geht, kann ich euch noch etwas zeigen, selbst noch. Wenn der Kübel am Boden liegt, wenn ihr die Matten auswascht, könnt ihr sogar zeitlich das auswaschen. Also, was im Real liegt, das wäre nicht. Das Einzige, was auch man kann nicht mit irgendwas schön schwimmen oder was. Das ist alles sehr, die Kübel sind schwer, die Transport ist. Ich habe schon Transport gehabt, sagt euch natürlich, das ist wichtig, ich kann das arbeiten. Weil ich nicht irgendwas gemacht habe, ist bei der Kette nicht schwer.
kannst zurück in die Kugel rein. Aber ja, wie gesagt, das sieht schon aus. Da ist auch ein bisschen manchmal so eine Spielerei, ein Nugget nach außen nehmen, weil du musst jedes Nugget genau erwischen und das nicht. Deswegen das ist gleich ganz was anderes. Aber wenn man so genug gemacht hat, alles gut. Wenn man mal das Wasser brauchen ist, kann man machen, was man will. Wie ihr seht, 413 Gramm haben wir angefangen und ungefähr 427. Oder mit 414 haben wir angefangen. 20 Gramm pro Kübel, ich hab's euch vorhin gesagt, das ist 20 Gramm. Ja, ich bin mehr kurz am Tag. Also, wenn ihr Gold machen wollt, bringt es so schnell als möglich. Was ihr wollt, nicht spielen. Gut, wie geht's um die Aufspielung? Den Anfänger bis der eine gescheite das ist sauber. Natürlich auch so wie ich es jetzt mache, so machen, dass du dich einlegst. Kann auch mit dem noch ein bisschen nachhelfen, dass das Gold frei liegt. Immer wegbäumen, dass ich es ausweg aus dem Material geschrieben habe. Weiter noch was ausfallen kann. Ihr seht ja jetzt Kugel in der Erde, das wäre wahrscheinlich. Ich habe noch ein schnelles Möglichkeit.
braucht dann sowieso, beim Baggern braucht man ja auch Zeit und so. Wenn ich das kleine Reden der Bahn habe, dann ist das auch ein bisschen beeindruckend. Und wie ihr ich halte ihn für keine Tankstelle. Und weiter hinten hast du vielleicht, man hat das so gar nicht wir haben 438 Gramm und dank zum
ist halt auch ein bisschen ja, aber wenn man jetzt einkauft, wir werden jetzt hier auflegen. Rasch ist, man kann nicht am Schneider, I don't know.
sehr gut schau, aber ich tue jetzt ein Video auf. Danke, dass meine Frau ich gesagt habe. Aber, nee, ne? Seid ihr nicht böse? Ich liebe meine ich bin jetzt wegen einem. Diese zwei Kühe werde ich werde ich da nicht falsch.
Was ich kaufe, geht sich alles gut. Es geht nicht. Und wenn ihr euch das
Abend mit einer 78. Höchste, was ich jemals hier. Irgendwann kleine Spiel. Der Stadt sollte man auch noch den Potenzial sperren. Ich habe jetzt keine Ahnung mehr. Das ist die Gegend. Also in Qui könnte die Differentialsperre rein und raus. Und da gibt es immer ein bisschen Haare. Ich meine, das haben sie so gut gemacht, damit es immer ein Qui. Ich glaube, mir ist mehr daran der Ort anfangen. Das ist ein Wunder, was ich nicht habe. Ja, aber das war's. Steht,
Hallo Frau. Mach ich Video. Und doch alles. Tut mir leid. Aber ich werde 10 Minuten die Bitte. Okay? Dieses Video darfst du nicht sehen, weil einmal ich habe Kampf gemacht. Ich habe die letzte Nachricht davon nicht abgehört, weil es nervig war. Okay? Ich höre es mir nachher dann. Oder schaue es mir an. Jetzt sind wir beim Goldspiel. Da tun wir abdrehen und hier tun wir auch die Zeit verschieben. Wenn wir hier warten, 1:1, 18 Minuten sind wir. Und hier seht ihr auch, warum wir das Geld gespart haben. Mit 863 Dollar können wir nicht einmal die ganze Goldmenge schmelzen, die ginge. Und wir sagen jetzt Goldschmelzen, sagen okay, gehen außerhalb sofort auf Escape, den Einstellungen, Spiel und hier gehen wir wieder auf 12 und nicht vergessen anwenden, bitte. Ohne anwenden geht das nicht. Und jetzt müssen wir wieder Escape und dann läuft das Spiel. Und hier kann ich euch jetzt diese zwei Zettel zeigen. Einer liegt da bei der Bank. Ich habe das schon so oft gespielt, dass ich das jetzt schon auswendig weiß. Ein Zettel ist noch bei der Bank und dann gehen wir da hinten. Es sind zwei Container und am zweiten Container sollte ein zweiter Zettel. Ob noch ein dritter Zettel liegt, da liegt, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, diese zwei könnt ihr auch aufklappen. Die anderen suche ich nicht so, weil beim Schnee, ihr seht, schaut, dieser Zettel liegt so da. Wenn man es nicht weiß, ist ein bisschen mühselig, diesen Zettel zu finden. Wir haben zweimal die Geschichte gefunden und schaut, wie schnell die Zeit vergeht. Und wenn man auf C drückt, geht man in die Knie und ja. Jetzt ist halt die zweite Geschichte, ist, wie, wenn wir den Goldbahn haben, müssen wir die Zeit zurückdrehen, weil wir fahren dann zur Bank. Wir haben jetzt kein Geld mehr, ihr seht, Geld ist null. Wir brauchen aber Geld. Ohne Geld können wir nichts machen. Also müssen wir auf die Bank fahren. Wir tun aber, bevor wir das Gold, bevor wir was kaufen, gehen wir noch einmal zurück und dann das Geld noch einmal einschmelzen. Also ihr seht, wie schnell das jetzt gegangen ist. Wir holen sich das Goldausgang, haben 7,8 Unzen, sagen wieder Escape, Einstellungen, Spiel und geben hier 1. Anwenden, zurück, Escape. Jetzt haben wir wieder 1 Zeit. Den Goldbahn müsst ihr hinten raufwerfen. Kein Mensch wird den Goldbahn da hinten raufwerfen. Zumindest nicht. Aber bei dem Spiel geht es leider nicht anders. Da war es mich schon beim ersten Mal. Wie gesagt, ihr könnt auch beim Auto Licht machen, aber brauche ich zu Zeit. Und wir fahren jetzt auf die Bank. Das ganze Ding da mal nur das zweite Mal schmelzen. 10,1 war das. Und beim zweiten Mal haben wir 8. Wo muss ich das Geld dann? Goldband verkaufen.
dann muss man auf diesen Goldband draufklicken, sonst geht's nicht. Und dieser gelbe Punkt weg ist verkaufen und verkaufen. Und wir haben quasi das Bankkredit, sagen Kredite, sagen Kredit abbezahlt. Und wir haben 36. Wir haben 268 bezahlte Ausgaben. Das bremst sich dort nach. Es ist sowieso sinnlos, wenn wir jetzt zum Beispiel noch einen zwei Anhänger kaufen, den Sprit dann zu viel Sprit noch in den Konto kommt, aber ich bin wieder von Konto und was auch immer. Die kaufen wir erst dann, wenn wir den Mager haben, aber erst einmal das erste Mal erkannt. Der X, wenn wir jetzt ein bisschen länger brauchen, wir könnten jetzt zwar einkaufen, ja, wir werden auch einkaufen gehen. Schauen wir mal, wie viel das übrig bleibt. 1900 Goldschmelzen. Okay. Aber ich würde sagen, warten wir, weil das geht sich nicht alles aus. Also machen wir wieder dieses Spiel mit 12. Ah, nein, Entschuldigung. Einstellungen, Spiel, 12, anwenden, zurück, Escape, und jetzt warten wir bis das ist, bis der Goldschmied sich meldet. Aber nur ein bisschen, ne? Bin ich wieder. Mal gucken, Gold, der Goldschmied. Oh. Bin schon fertig. Ausgang. 18 Unzen. Also wir haben jetzt Ding und wir haben noch 41 Gramm. Den Gold gebe ich meistens her. Geh rein. Sag schmelzen. Und das lasse ich nachher dann schon liegen. Wann ich es nächste Mal komme. Das interessiert mich nicht, wann das fertig ist. Dieses Geld brauche ich nicht mehr und deswegen, falsche Richtung anwenden, zurück spielen und eine Sekunde jetzt.